gibt's der Typ mit der Schaufel hier? Ja. Nein, hier gibt's keinen Backe-Backe-Kuchen. Ach verdammt, ich hab das Pfeil. Wieso habe ich das denn drinne? Ich hab diese Attributsreinigungspulle drinne gehabt aus irgendeinem Grund. Wait, physisch zählt das zwar hier als Wand, aber du kannst es einfach mal eben mit deiner Waffe durchschlagen, oder was? Jetzt kommt keine Kugel, weil Clown tot. Okay. Das haben die nicht bemerkt. Echt jetzt? Echt jetzt? Kannst du mal sterben gehen? Runterfallen! Los! So. Macht der hier einen auf Bergziege? Fällt einfach nicht mal eben die Klippe runter. Da bin ich ja zügig drüber gekommen. Achso, warte mal, kann ich nicht hier... Jetzt macht er gar nichts mehr, oder was?
Da ist aber ordentlich zerplatzt. Wurfzelle. Das Ding, was ich dem anderen Typen gerade an den Kopf geworfen habe. Aber nicht getroffen hat, weil unsichtbare Wand. Ich wollte gerade noch sagen, oh, ich brenne! Ich wollte gerade sagen, würde ich gerade Dark Souls spielen, würde gerade aus irgendeiner Ecke eine Falle aktiviert werden oder ein Bogenschütze auf mich schießen oder irgendwas anderes würde gerade auf mich schießen. Tja, ist ja jetzt sogar wirklich passiert. Ach, der steht da oben auch noch. Ja, wow, der war noch nicht mal... Okay. Nur ein einziger Gegner konnte mich sehen und das war dann der, der mich gerade angeschossen hat. Das ist kaputt. Oder? Oh, doch nicht. Das sah irgendwie instabil aus. Deswegen dachte ich, das wird wahrscheinlich zerbrechen, sobald ich da drauf latsche. Okay. Entweder ist das eine Abkürzung oder der Weg. Ich vermute mal eher der Weg. Was ist das für einer? Nicht gerade wenig Damage. Und die Überhitzung ist ordentlich nach oben gegangen. Yeah.
Ja, blöd, ne? Wenn dein Schwert eine Reichweite hat. Von einem Buttermesser. Wieder aufgeladenes Amulett. Oh, stimmt, ich habe ja einen weiteren Slot. Stellt fortlaufend LP wieder her. Ha. Oh, aber sehr, sehr, sehr langsam, ne? I don't know. Huch. Wirkt sehr, sehr schwach. Das wirkt sehr, sehr schwach. Erhöht den Waffenangriff proportional zur Anzahl der Farbeslots. Stimmt, ich habe gar nicht nachgeguckt, wie das Ding eigentlich genau funktioniert. Erhöht den Schaden, der Kadavern zugefügt wird, bei Töten, erhöht bei Töten von Feinden den Ergo-Erwerb. Was momentan vielleicht gerade mal nicht so verkehrt ist, aber gut, erhöht Gewicht, Maximalgewicht. Technik, Entschlossenheit. Könnte auch nicht so verkehrt sein. Machen wir den hier. Ja gut, im Laufe der Zeit heilt es halt ein bisschen, ne? Aber... Oh, ich weiß nicht, also... Wenn du einen Bosskampf hast hast gerade echt wenig Leben, ich denke mal, das Teil wird dich nicht irgendwie vom Tod schützen. Oh hey, da ist er wieder. The terms of the bargain, almost intolerable. Well, it's not like I care about those hotel people anyway. But there are limits. How do you do? It's quite odd that we should meet in a place like this. Oh, don't pretend surprised that I got here before you. After all, I can elude the darkest monsters, the loftiest beings. In fairness, I do benefit from your prowess as well. I shall tell you something, since we're nearly peers. They say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp. It behaves like a crow, gathering shiny things. I have absconded with treasures from its lair, rare parts and weapons worthy of a hero. That catch your interest? If you're hunting ergo monsters, you might put that friendly tip to use. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. Das, was er vorhin sagte, hörte sich so ein bisschen an, als würde er für die Alchemisten arbeiten und eigentlich nicht unbedingt im Hotel sein wollen. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. Eugenies Handschuh. Ja, hier. What's this? A gift for a rescuer. From a technician girl. I don't remember. I've saved so many of the common people. Anyway, thank her, I suppose. Oh. Oh dear. These gloves are a mess. They don't even fit. Is this a practical joke? My God, I never did like that girl. She's just like him. Oh, never mind. I thought you had better taste than this. How disappointing. Get these rags out of my sight. Na, was habe ich gesagt? Der wirkt irgendwie, als wenn der... You're a worthy hunter, and it is... ...nicht unbedingt eigentlich da sein wollte. You're a worthy hunter. Arm Gottes Amulett. Erhöht bei erfolgreichen Angriff vorübergehend den physischen Schaden. Wait.
Das ist ein Amulett, was im Endeffekt die ganze Zeit meinen Schaden erhöht. Und ich mache ja im Endeffekt nur physischen Schaden. Gefrorenes Festmahl. Das ist ein Großschwert. Verdammt schwer. Entschlossenheit B. Schadensreduktion 70%. Oder irgendwas mit 70 auf jeden Fall. Befreien und Einzelhieb. Lass sofort deine Waffe los. Erhöht vorübergehend die Angriffsgeschwindigkeit. Lass meine Waffe los? What? Sammle deine Stärke für einen großen Hieb nach vorn. Mein, ich würde ja gern das Ding mitnehmen. Wobei, weißt du was? Ich guck einfach kurz nach, bevor ich da halt irgendwie blöde gucke. Hoffentlich haben die halbwegs brauchbare Info. Nice of P. Wie heißt das Ding nochmal? Arm Gottes oder so? Gottes Arm? Arm of God, okay. Ist das irgendwie halbwegs brauchbar? Toll, gibt nur einen Kommentar, der sagt dann, disgusting. No, wait. Das ist nicht das Teil, was ich, Nee, das Ding ist was ganz anderes. Amulett, hier, okay. Da haben wir's. Das war ein komplett anderes Item, keine Ahnung, was das war. Physical strikes on the Legion arm will generate stacks. But tick damage does not. Okay. Stack 1 bis 3 scheint wohl nicht unbedingt so einen großen Effekt zu haben, aber ab dem 4. habe ich dann quasi 15% mehr Damage. Schaden zu nehmen resettet das nicht. Und wenn ich 5 Sekunden lang scheinbar nicht irgendwas getroffen habe, dann resettet er. Okay, und irgendwelche Sachen, die Multi-Hits machen, generieren entsprechend auch mehr Stacks. Gut, und wie ist die Waffe? finde ich auch die Waffe, wenn ich hier gucke. Blades, ist das? Nee, das ist ein Special Weapon, richtig? Frozen Feast. Oh! Wenn ich mit dem Schwert wohl angreife. Entweder ist es das Angreifen oder ist es quasi halt diese Befreiung. Dann hat der quasi auch einen stackbaren Buff, wenn ich angreife. Der aber jetzt nicht dann den Schaden erhöht, sondern in dem Fall meine Angriffsgeschwindigkeit damit. Ich meine, ich kann es ja ausprobieren, obwohl ich echt gerne das Amulett nehmen wollen würde. Weil das Amulett wirkt halt, naja, wie etwas, was halt irgendwie easy ist, ne? Einfach angreifen, fertig ist. Aber 5 Sekunden, gut, wenn man jetzt einen Boss hat, ne? Beim letzten Mal habe ich nicht unbedingt gerade oft angegriffen. Gut, das ist dann im Endeffekt bei dem Großschwert hier genauso. Nehmen wir mal das Großschwert, mal gucken, wie es so ist. Wird vielleicht ein Fehler sein, wird vielleicht nicht ein Fehler sein. Ah, ja. Okay. Sieht nicht unbedingt gerade besonders aus.
Sag mal, bis ich einen Angriff durch habe, ist eine Folge von The Walking Dead zu Ende. Holy shit, ist das Ding lahmarschig. Und Liberate macht... Ah nein, das ist das. Ah. Mit Liberate kannst du also dann... die Angriffe ausführen. Schneller. Okay. Also ist das eine Waffe, wo du, wenn dann eher deine Fabel verwenden willst für die Befreiung? Interessant. Aber wenn ich angreife, oh, wenn ich angreife, dann habe ich das auch. Ich habe mit Liberators einfach dann nur sofort. Cool. Ist quasi so, als würde ich nach und nach halt Bruchstücke davon. Quatsch, als würden nach und nach Stücke davon abbrechen vom Schwert. Und dadurch dann wird es leichter. Meine Fresse, ist das Rare. Das Schwert ist so lahm, ne? Ich weiß nicht mal, wie man da bei einem Boss mit umgehen soll. Aber, okay, ich meine. Kann man mal gucken. Vielleicht ist es was Interessantes. Ist das jetzt der Weg oder ist das da hinten der Weg gewesen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja im Endeffekt gerade zwei Wege, aber ich denke mal, da, wo ich eine Art Cutscene hatte, dürfte wohl der Weg sein, wo ich hin muss. Und das hier ist eher ein Weg, wo ich hin kann. Wow! Okay, gehen wir mal lieber nicht hier hin. Gucken wir uns mal kurz die andere Ecke da an, weil könnte sein, dass die vielleicht der Weg ist, wo ich hin kann. Ich hab's gesehen und bin trotzdem reingelatscht. Ah, ich wollte schon sagen, das wäre hier so Thumbs up. Okay, kommt aus dem Boden. Daumen hoch für Puppenzerschnetzelung. Zudem, ich müsste, glaube ich, auch zu Eugenie zurück. Weil, oh. Okay. Trifft sich gut. Wegen dem Handschuh. Request last time. Did you give Ali Doddle the gloves? Phew. Even the Union's advancement test didn't make me this nervous. All right. I'm ready. Tell me the truth. Did the gloves make Ali Doddle happy? What? His fingers are fine? That can't be right. And no, I'm not being precious about my work. When the workshop tower collapsed, the Hound lost a finger saving me. Something to puzzle over. In any case, thanks.
for doing your part. Hm. Lass mich raten. Der Typ wird nur in irgendeiner Form wichtig sein. Oh, ich hab noch was bei ihr. You have a moment to talk about Alidoro? I know I sound obsessed, but when the workshop tower collapsed, he saved me. We could have starved to death trapped under the rubble. If it wasn't for Alidoro's sacrifice back then, I don't want to think about it. And yet I can't forget it. That's why it's so puzzling. It's not like his finger could grow back. Could you find out more about Alidoro for me? If I called it surveillance, would that be too cruel? In any case, we need to watch out. You be careful too. Okay. Ob der noch da ist? Ob das überhaupt derselbe ist? Oder hat er dank der Alchemisten seinen Finger wiederbekommen? Weil er selber quasi mittlerweile so ein Mutant ist. Was habe ich eigentlich für ein Amulett gerade reingeholt? Achso, das da. Damit ich mehr Ergo bekomme. Der ist weg, wa? Ah ne, der steht noch hier. Ich hätte wahrscheinlich lügen sollen, wa? You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Okay. Ich hätte wahrscheinlich lügen sollen. Wait, du kannst die Fallen auslösen, aber keinen Schaden kriegen? Ha? Wie habe ich das denn hinbekommen? Wo ist eine Falle? Ich glaube, hier ist keine. Ah, doch, da. Wenn man scheinbar quasi nah an die heranläuft, kann man die auslösen, ohne dass sie Schaden verursachen. Auch nicht schlecht. Mein Wagen! Den habe ich noch nicht abbezahlt. So eine stinknormale Puppe hält mehr aus als irgendeine lackierte? Ja, okay, jetzt ist er weg vom Fenster. Bist du ein Vereiner? Ach so, so einer. Hier fehlt nur halt der Helm. Au. Au. Thank you.
Durch den Schockmist bin ich auch noch schneller down gegangen. Weil mehr Schaden reingedrückt worden ist. Wait, das habe ich doch schon mal bekommen. Ja klar, das habe ich doch schon mal bekommen. Stimmt, und Fabelslots werden dadurch scheinbar auch reduziert. Ob das auch einen Effekt hat bei Gegnern? Nee, ne? Gegner haben doch keine Fabel, oder? Also diese blauen Balken, die man da oben sehen kann, die jetzt gerade bei mir leer sind. Weil wenn die auch den Fabelkram haben. Ha. Interessant. Aber ich denke mal nicht, dass die irgendwas in der Form besitzen. Oh nein, 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 nein. Was war das denn? Ach, das ist ja quasi so eine Art Elite-Polizist oder was? Da war gerade eine Trillerpfeife. Und dann kriege ich nur ein Sternfragment. Was ein schlechter Loot. Irgendwas ist mit dem. Klatschen lernen. Clapping is the mimicry of a joyful heart. It's good to feel alive. Thanks. Hello, my only friend. What did you? Ich komme wieder. Okay. Muss ich mehrfach bei dem zurückkommen oder wieder was? Hello.
my only friend. Hm. Keine Ahnung, wann ich noch mal was bei dem machen soll.